Im Netz jetzt nicht, aber halt in echt schon. Ich denke aber, der beste Weg ist natürlich, das zu ignorieren, weil im Netz weiß man immer nicht, wer dahinter steht, was natürlich schwierig ist, weil es könnte ja jeder sein, auch jemand, den man kennt. Aber also in echt habe ich schon mal Hasskommentare bekommen und es kann halt schon verletzend sein, aber das ist halt ein bisschen leichter, das einzuschätzen, weil man weiß, wer das ist und auch irgendwie, ob man das ernst zu nehmen hat oder ob die Person halt vielleicht einfach nur ein bisschen blöd ist. Aber ich denke wirklich, das Beste ist natürlich, das einfach zu ignorieren. Und es ist ja meistens immer was Schlechtes. Also wenn jemand anderen hasst, dann ist es einfach, weil er selber Probleme hat. Und deswegen sollte man es einfach nicht sich selbst die Schuld geben.